So, jetzt kommt der nächste Part. Verdammt, wir sind auf diesem tollen Fahrstuhl. Wo war der Hebel hier vorne nochmal? Ach, fängt gut an. Nebenbei bin ich am Sterben. Ah, hier. Weil man mit der Zeit ja immer Seelenenergie verliert. Aber heute in diesem Part werden wir uns dem nächsten dem ersten Boss sogar stellen. Warte mal, hier ist ein Block. Komm her, du Block. Achso, damit kommen wir nach oben. Ja, unwichtig eigentlich. Hier sind ganz viele Kackhaufen, wenn ihr es so wollt. Da kommen die Bosse, die Gegner, glaube ich, raus. Nee, gerade nicht. Hä? Ah, hier, hier, hier. So ein kleines Detail. Da muss man in Soul Wheel einfach drauf achten. Dam, dam, da, da, dam, da, dam. Oh. Wir klettern hier diesen Raum hoch. Über uns ist jetzt dieser, ja, Fahrstuhl von vorhin. Und hier rundherum am Rand sind Flammen. Die müssen wir einfach ein Stück verschieben. Und... Nein, jetzt noch nicht. Diese Pfosten hier abbrennen. Dann wird der hübsche Fahrstuhl irgendwann nach unten krachen. Ich habe bisher nur Soul Reaver 1 gespielt, also 2 einmal nur kurz angespielt, aber irgendwann war es mir zu schwer. Und da war ich auch ziemlich jung. Aber ich kenne die ganze Serie gar nicht so. Ich kenne eigentlich nur den ersten Teil in- und auswendig und der hat mir schon so richtig gefallen. Wahrscheinlich werde ich auch irgendwann einen Teil mal blind spielen. Und erstmal Pfosten wegbrennen. So. Jetzt müsste der Fahrstuhl runterkrachen. Ha. Jetzt können wir diese Fackeln weiter verschieben oder müssen es sogar. Aber ich mag es nicht, wenn die Kamera sich dreht. Wir müssen die hier in diese Ecken von dem Fahrstuhl reinschieben und dann hört man so ein kleines Klicken und weiß, das war richtig. Aber ich schieb mal von der Seite. Boah, ich weiß nicht, ob wir in dem Part sterben werden. Unsere Energie läuft langsam ab. Aber später, oder sogar schon sehr bald, werden wir ein Spielzeug kriegen. Da können wir keine Energie mehr verlieren, sobald wir volle Energie haben. Das ist ein sehr schönes Spielzeug. Jetzt schieben wir noch das hier rein und... Er geht noch weiter runter. Ich wechsle nochmal die Ebenen einfach, damit ich mit voller Energie wieder kehren kann. Oh, das war, glaube ich, idiotisch. Jetzt habe ich hier keinen Kreis. Ach Mist, ey. Steinigt mich nicht. Keine dummen Hassnachrichten irgendwie unter meinem Video. Obwohl, wenn, dann würde ich es verstehen. Ah, das war sogar gut. Jetzt sind wir in dem Bossraum. Zeig dich, Kreatur. Erkennst du mich nicht, Bruder?
ich mich so verändert? Mich hier? Ja, Bruder. Du hättest bleiben sollen, wohin dich der Gebieter schickt, der Raziel. Du wirst feststellen, dass Norsgott weniger angenehm ist, als du es in Erinnerung hast. Was ist aus meinem Clan geworden? Antworte mir, kleiner Bruder, oder ich prügle die Antwort aus dir heraus. Alle fürchten sich, mein Bruder. Du bist erwacht in einer Welt der Furcht. Diese Zeiten der Veränderung bringen alles so durcheinander. Glaubst du, ich verspüre kein Ekel vor dieser Gestalt? Glaubst du tatsächlich, dass unser Gebieter sein Reich für das Erbe eines Emporkömmlings riskieren würde? Genug Rätsel, worauf willst du hinaus? Du bist der Letzte, der sterben wird. Oh, das ist aber nett. Und der Bruder sieht ja echt hübsch aus. Also, da kann man schon nichts mehr sagen. Wir können die Tore hier am Rand öffnen und können sie im falschen Moment runterlassen, um ihnen schön und lieb nett die Tür aufzumachen. Ach, weil wir so nett sind. Nein, das ist nicht der eigentliche Sinn. Der eigentliche Sinn ist es, die Tür aufzumachen und jetzt zu warten. Ja, Melchior oder... schon wieder. Hey, Melchior ist nicht der Schnellste. Aber er ist ziemlich aufgespießt gerade. Und das gleiche macht man ein zweites Mal. Komisch, dass er so blöd ist und zweimal in die gleiche Falle reinrennt. Wenn er denn mal kommt. Aber er ist so blöd. Ach, bist du blöd. Boah, jetzt schnell. Jetzt kann man diesen Hebel bedienen. Nur das bringt uns erstmal noch nicht viel. Wir müssen dich erstmal in die Mitte des Raumes locken. Melchior hat die Fähigkeit, er kann einfach durch Gitterstäbe verschwinden, sich durchteleportieren, so etwa. Nur jetzt ist er zu schwach dafür und bleibt da drin feststecken. Und... Sag mir, Melchior, wo finde ich keinen? Der Gebieter ist unerreichbar für dich, Raziel. Er zeigt sich, wenn er dies für richtig hält, nicht auf dein Verlangen. Freigegeben ab 16 Jahren. Das hast du gut gemacht, Raziel. Bin ich so tief gesunken, bin ich verteufelt, ein Brudermörder? Aufgestiegen bist du, Raziel, nicht gesunken. Mit Melchias Seele bist du um eine Gabe reicher. Barrieren wie diese sollen dir deinen Weg auf der spektralen Ebene nicht verstellen. Konzentriere deinen Willen darauf, sie zu durchschreiten, und es wird geschehen. Yeah, jetzt können wir in der spektralen Ebene durch Gitterstäbe durchgehen. So wie Melchior es getan hat. Oh. Ich sag einfach nichts mehr. Ihr wisst, wer gemeint ist. Das reicht. Das mit dem Melchior, das habe ich drin, weil ich Chrono Trigger gespielt habe. Und da ist so ein Schmied, der so heißt. Wahrscheinlich kommt es deswegen. Wir brauchen jetzt erstmal ein Portal, um uns wieder lebendig zu machen. So. Hier oben müsste jetzt eins sein. Wenn wir jetzt den Block finden, den wir vorhin rausgezogen haben. Nein, doch nicht.
Hä? Da ist er. Und jetzt haben wir hier das Portal. Schön. Jetzt verlassen wir da Melchias Bereich. Ha, ich habe es richtig gesagt. Seid stolz auf mich. Und ignorieren die erstmal. Das ist jetzt egal. Du bist immer noch ganz schön abgefackelt. Ist auch das eigene Pech, wenn man so blöd ist. Kehr zum Heiligtum der Clans zurück, Raziel. Durch welche Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen? Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Er sagt, wir sollen jetzt in dieses Reich gehen und also werden wir das nicht tun und ins Wasser springen. Das war jetzt wirklich kein Witz, sondern das müssten wir am besten machen. Hier sehen wir einen komischen Splitter und den nehmen wir erstmal auf. Stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Yeah, jetzt haben wir einen von den Energietanks, Splittern. Was musst du jetzt? Hier ging es, glaube ich, weiter. Oder war das... Na ja, genau hier. Hier gehen wir durch mit der neuen Fähigkeit. Und hier gehen wir aus dem Wasser. Diese kleine Seele essen wir. Und gehen in die materielle Welt. Schubsen diese schönen Monolithen um. Warum? Weil es Spaß macht. Das braucht keinen Grund. Und den letzten. Ja, da guckst du, was? Und was bekommen wir? Was wird passieren? Wir kriegen unsere erste Glyph. Ja, wir wissen's. Hast du diese Glyphs einmal erworben, erlangst du durch sie Kunde über die Elemente. Doch jeder Zauber kostet dich Energie. Verwende diese Fähigkeiten sparsam und mit Bedacht. Die werden wir aber erst nächstes Mal demonstrieren, weil ich so gemein bin. Und das werden wir dann in dem Palast, den wir ganz am Anfang vom Spiel gesehen haben, da werde ich es dann demonstrieren. Und bis dahin sage ich erstmal tschö tschö. Tod.